Der Kanzler in einem Talk vor Unternehmern. Er spricht auch über Strom, darüber, wie viel wir davon in Deutschland künftig noch brauchen werden. Wir haben heute 600 Terawattstunden Strom. Wir brauchen schon zum Ende des Jahrzehnts 800. Und ich sage ausdrücklich, es muss sich noch mal verdoppeln in dem dann folgenden Jahrzehnt, sonst wird das alles nichts. Dass das Licht bereits diesen Winter ausgeht, davor warnt jetzt der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Die Gefahr eines flächendeckenden Stromausfalls sei ein realistisches Szenario. Auch deshalb, weil dieses Jahr 650.000 Heizlüfter verkauft wurden. Aus Sorge davor, dass im Winter die Wohnung kalt bleibt. Stromheizgeräte sind derzeit in den Läden oft Mangelware. Die Radiatoren sind im Moment nicht lieferbar. Die Wärmewellenheizungen, habe ich noch einen da. Und die Heizlüfter, die kommen jetzt auch langsam, die ich alle bestellt habe. In Bayern prüft die Feuerwehr derzeit, ob sie vorbereitet ist für große Stromausfälle. Das schwelende Problem mit dem zu viel an Heizlüftern ist hier bekannt. Wenn sich jeder jetzt drei Heizlüfter kauft und die zu Hause aufstellt, dann stellt das natürlich eine zusätzliche Belastung dar. Und das wird dann eher dazu führen, dass das Ereignis früher als später eintritt. Bei einem Blackout kommt die Versorgung schnell ins Stocken. Die Folge: leere Regale im Supermarkt. Bürger sollten Vorräte anlegen, raten die Kommunen. Das Echo darauf ist geteilt. Jetzt wirklich horten würde bei uns jetzt nicht stattfinden. Man sollte vorbereitet sein. Man sollte sich zum Beispiel überlegen, dass auch das Wasser nicht mehr laufen wird. Also ich glaube, Essen kriegen wir schon. Verhungern werden wir nicht. Die Hoffnung ist, dass hunderttausende Heizlüfter erst gar nicht zum Einsatz kommen. Am Gasverbrauch sparen kann dabei hilfreich sein.